Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, boah, ich muss jetzt gerade irgendwie so 10 Minuten noch mit meinem Mikrofon kämpfen, weil das irgendwie nicht ging für eine Weile und dann ging es wieder auf einmal doch und ja, weiß ich nicht. Dann hat sich jetzt irgendwie automatisch irgendwie abgestöpselt und mich nicht aufgenommen und ja. Das wäre jetzt ziemlich doof, weil ja, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und ich habe jetzt Zeit und Lust auch aufzunehmen, wie blöde. Und ja, wenn mir jetzt das Mikrofon abflötet, dann wäre das ganz schön doof. Und ja, keine Ahnung, kann sein, dass hier vielleicht ein und da ein paar Schnitte kommen, weil ich halt sehr vorsichtig und jetzt ein bisschen nervös bin, ob das Mikrofon jetzt funktioniert oder nicht durchgehend. Und ja, deswegen halt nicht. Wird ein bisschen spannend heute dieser Part oder die mehreren Parts, wie viele ich hier noch aufnehme, keine Ahnung. Und ja, jedenfalls Star Wars, wir sind hier auf Kashyyyk und okay, da beim Echo. Und boah, wie geht das Spiel nochmal? 4 greift man an, ne? Boom. So, ich komme jetzt einfach auf dich zu, Rand. Ja, aber natürlich wieder nicht richtig. So, ich will mich eigentlich nicht so viel aufregen. Ich komme heute mit einem voll guten Mindset hier rein und will das auch dabei belassen. Also bitte mach nicht so viel Mist, Kollegen. Und hoffentlich mache ich nicht so viel Mist. Und ja, gucken wir mal, wie lange das anhält, ne? Ich glaube ja nicht so lange. So. Oh Gott. So, oh, die explodieren. Das habe ich irgendwie nicht mehr so im Kopf gehabt. Okay. So. Es riecht nach. Was ist das? Oh, eine Venusfliegenfalle. Sieht halt irgendwie aus. Ja, das war ein bisschen. Was ist das? Auf der linken Seite. Oh, was? Das hat mir so viel Schaden gemacht. Ja, das wird ja lustig, ey. Ehrlich? Boah. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ja, das soll ich scannen, da. Okay, ah, die ist tot. Diese Dinger imitieren Gerüche als Falle? Das erklärt den Yoganbeerengeruch. Ziemlich gruselig. Hm. Oh, jetzt mal lang. Da sieht es nicht so aus, als geht es da weiter. Aber hier geht es auch ganz eindeutig weiter. Geh weg. Da ist eine Sackgasse. Perfekt. Bin kurz davor, einen Fähigkeitspunkt zu bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Nein, das hat nicht gereicht. Nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken. Los. Wir werden Tafel finden. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde den Wald nicht mögen. Ja, du kannst ja nirgendwo stillstehen, so wie das aussieht. Ah. Gott, egal. Wir gehen ja. Wir gehen jetzt erstmal hier. Oh, das ist eine. Ich vergesse immer wieder den Namen. Auslöschungstruppplan, ne? Ja, das ist der perfekte Moment jetzt gerade. Nochmal. Boom. So, komm. Ja, wenn du dich schon so dahin stellst, bist du selbst schuld dran, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, für die ganzen Kampf ja voll schießen, aber das ist mir sowas von egal. Im Kampf und den Schwierigkeitsgrad.
Jede Großmeister ist alles erlaubt. Warte weg. Aua. Find gut, dass diese Angriffe keine Macht verbrauchen. Kann ich sie nicht irgendwie kaputt machen? Ich habe schon da oben die Dinger gesehen. Ja, zum Glück tue ich mich eigentlich nur so und so. Oh Gott, Dinger fortbewegen. Dreck. Oh Gott, warum? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Da unten war es viel sicherer, habe ich so das Gefühl. Aha. Herrlich. Oh Gott. Nein. Alter, lass mich durch. Hilfe, BD. Wo bist du? Nein, triff doch. Na. Jawohl. Habe ich das geplant? Aua, so hatte ich das nicht geplant. BD, ich brauche Hilfe. So, mach mal so. Ich weiß nicht, was du machst da. So, komm her. So, ganz vorsichtig. So, und du bist auch noch am Leben. Oh, mach doch den Sprintangriff. Okay. So. Muss ich erledigen, damit ich den scannen kann, mal untersuchen. Wacht Echo. Wir schauen, was ich meine. An alle, Rückzug. Wir geben euch Deckung. Habe schon so ein bisschen angefangen, mir Let's Plays von dem Spiel anzusehen und ja, was ich so gesehen habe, weil nicht. Bin der einzige, der Probleme mit dem Spiel hat, habe ich so Gefühl, war diese haben auch alle nicht auf den Schwierigkeitsgrad gespielt wie ich, also zu meiner Verteidigung, die sind irgendwie so gegen diese Sturmtruppler mit den Elektrostäben haben sie gekämpft, die machen eine Combo, noch nicht mal eine Combo, und ich auch nicht. Ja, das reicht, dann ist irgendwie die Ausdauer von denen weg, den Scout-Trupplern, und dann machen die den Abschlussangriff. So, Kämpfe sehen alle so aus. Und dann Abschlussangriff. Und ja. Wenn ich mir dann die Kämpfe bei mir angucke, ne? Ich greife die zweimal an. Ich greife die dreimal an. Die haben noch die Hälfte der Ausdauer und kontern direkt danach. Also, ne. Das ist schon ein Unterschied. Also, das ist nicht mal zu vergleichen, habe ich so das Gefühl. Meisten Gegner heranziehen. Ich kann nur das holen, sehe ich gerade. Ich hätte ja gern das. Das wäre nicht schlecht. Vollständig auf. Ja, ich glaube, dafür werde ich erstmal sparen. Weil anderes finde ich jetzt nicht. Konnte ich nicht auch schon ein Lichtschwertwurf oder irgendwie sowas? Nee. Weil hier ist irgendwie. Oh, da ist einfach nur Lichtschwertwurf. Ja, okay. Okay, ich würde sagen, das mit dem Stim-Ding klingt doch nicht schlecht. So, warten wir darauf noch ein bisschen. So. Was sind diese Dinger, die am Boden sind? So, da irgendwo habe ich eine Wand gesehen. Kann ich da hochklettern? Die sieht nicht so aus, aber hier sieht irgendwie verdächtig aus. Gar nicht hier springen. Ich dachte, ich kann so aus dem Wasser springen, so wie in Elder Scrolls. Einfach am Wasser so. So, weil ich nicht abwerfen. So anlehnen und dann von aus springen. Was ist das? Ah, okay. So.
mir schon irgendwie gedacht, dass das so was sein könnte, aber weiß nicht, da war mir irgendwie zu sehr Mario-Logik. Also, okay, wo war das? Alter, geh aus dem Weg. So, hier. Und aufmachen. Willst du nachsehen? Okay, BD, was ist es? Chiho. Ja, warum nicht? Gut. Gut. So. Dann weiter, nehme ich an, ne? Was? Hey. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter, ne? Boah, ich hoffe wirklich, das Mikrofon kackt mich ab irgendwann mittendrin. Ich habe hier so eine Leiste, da kann ich sehen jedes Mal, wenn ich spreche, also. Wenn ich sehe, dass die nicht ausschlägt, dann merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich werde das schon rechtzeitig merken, aber trotzdem, das würde ich gerne auch irgendwie so. Ah, die sind von da aus dahin gekommen, ehrlich. Okay. Hey, warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich euch. Sehen wir uns das mal an. Gute Arbeit. So, was war hier? Für den Fall, dass ich gegen euch nicht ankomme. Ja. Ich dachte schon mal einkassiert. So. Ich habe sowieso keine Motivation, gegen die Gegner zu kämpfen, wenn ich sie schon einmal analysiert habe. Also, ja. Erfahrungspunkte kann man zur Not dann ja auch irgendwie anders farben, ne? Ja, bleibt da stehen. Tschüss. Der trifft mich auch noch von außen. Das gibt's nicht. Das Viech macht mir irgendwie. Greift mir irgendwie zu schnell an, habe ich so ein Gefühl. Oh, ich habe geblockt im letzten Moment. Komm. So, tschüss. So, ich mache jetzt den hier. Und ich renne dann jetzt einfach gleich an euch vorbei. Habt ihr davon? Jetzt muss ich erstmal hier rum wieder schwimmen. Dann sieht man ja, was passiert, wenn ich versuche zu kämpfen. Ja, passiert wieder sowas. Darauf habe ich keine Lust. Entschuldigung. Da gehe ich doch lieber den Kampf aus dem Weg. Na, ich auch wieder weiteren Sprung oder irgendwie so was, nehme ich an. Na, ich weiß nicht, die sehen irgendwie anders aus vielleicht, aber ja, da liegt schon wieder was, den ich erkunden muss. Ah, die machen aber zu viel Schaden, da ist das Problem. Können wir wieder nur einen Fehler hier leisten? Ja, und dann erreiche ich die nicht. Ja, dann passiert sowas. Wo bin ich hier? Bist du euch? So, wo bin ich hier? Keine Ahnung. Ich muss ja weg. Nein. Danke. Oh Gott. Na, jetzt bin ich hier oben, ne? Ich muss noch diesen einen Typen hier oder Typen, so über da unten ist, erkunden. Da kann ich mir eine Abkürzung oder so herstellen, bitte. Warte mal, wofür ist das hier? Wofür ist das hier? Da oben, ne? Da. Ui, ui, ui.
Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarkin. Ah, okay. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht von unten. Über die Wurzeln einen Weg nach oben. Sag ich doch. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Atemgerät? Kann ich tauchen jetzt? Danke. Aber kurz so probieren. Das Einzige, total. Was wir können. Weiter kämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Was war da zwischen dir und so? Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn so recht hat, wenn Kashyyyk verloren ist. Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Was ist mit den Druiden angefangen? Eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er aussieht. Wie wurdest du zur Kämpferin? Ich war Topografin. Und bin auf abgelegene Planeten gereist, um dort die Natur zu erfassen. Klingt aufregend. Es war mein Traumjob. Es ist auch aufregend. Die zum Imperium. Die Armen wurden Zwangsarbeiter. Ich konnte das nicht mit ansehen, also trat ich dem Widerstand bei. Solche Leute müsste es mehr geben. Unser Mitgefühl kann uns keiner nehmen. Okay. Alles klar. Ah, ich muss diese Typen aber da erledigen. Oh, ehrlich, das gibt's jetzt einfach nicht. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sehe, wie viele Orte mich da noch hier erkunden kann. Ey. Allein in Sepho dieses eine Gebiet. Oh. Ich will erstmal die hier erledigen. Sind die überhaupt da? Ja, finde ich gut. Das habe ich eigentlich nicht rausgeholt, aber okay. Gibt es einfach nicht. Da ist noch ein so ein Ding, das ich erkunden muss, ey, und ja, super. So viel zur guten Laune, ne? Ah, diese Tür, ich, also wenn die nicht so viel aushalten würden, ne? Ich wäre mit zwei Schlägen weg, die brauche ich irgendwie 50.000 Schläge, um die kaputt zu hauen, ne? Ist aber voll nicht fair. Gut. Oh, ich kann jetzt schon voraussagen, dass das eine blöde Stelle ist, ey. Aber könntest du wenigstens so tun, als würde ich dich angreifen? Ich gebe den ja voll die Breitseite. Nicht trotzdem seine Combo einsetzen. Ey. So, weißt du was hier? Oh. Oh. Ich will darüber springen, verdammt. Lass mich darüber. So, du, komm mal hier hin. Ja, ich weiß, Kollege, lass mich. Und tschüss. Na guck mal, wie viel ich nur abgezogen habe. Das gibt's nicht. Boah, ja, da hänge ich da irgendwo fest, ey. Das, oh. Da habt ihr das gesehen? Wie habe ich den nicht getroffen, ey? Das gibt es jetzt einfach nicht. Das Spiel verarscht mich doch hier an einigen Stellen. Kann das sein? Alter.
So, ihr kommt mal hier rüber, damit ich da in Ruhe gleich erkunden kann. Richtig, dich da ins Wasser schub. Den einen habe ich erledigt. So, noch mal alle schön hier hin. Schön hier hin. So, jetzt mache ich den hier. Tschüss. Könnt mich mal. So. Einfach das System austricksen. So, jetzt gehe ich noch mal hier rein, um zu gucken, ob da noch irgendwas war. Weil da. Da ist irgendwas Dreck. Komme ich denn da hin? Hm. Ja, ist ja wieder eine Frage. Du komm mal her. So, ich werde da bestimmt hier irgendwo hinschwingen können oder so, ne? Also auf. Oder auch nicht. Wie komme ich da hin? Ja. Dreh ich mal um. Nein, ist zu weit. Verarschung. Ah, okay. Wird vermerkt. So. Keine Ahnung. Ich habe da noch definitiv irgendwas gesehen, aber ja. Ich hoffe, ich krieg noch mal irgendwann, weil ich stärker werde ich ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Habe ich so das Gefühl. Das sah jetzt nicht so aus, als könnte ich auf diesen Dingen hier noch weiter irgendwie hochleveln oder so. Also Lebensessenzen, die könnte ich mir noch holen. Ja, durch meine AP erhöhen, aber da war es auch schon, glaube ich. Sehr viel. Ich würde mal gerne mehr Angriffskraft oder so haben. Das ist nämlich frustrierend irgendwie. So, ganz ehrlich, tauchen. Weiß nicht. Finde ich ein bisschen nicht so dolle, weil. Welten finde ich sind schon groß genug. Jetzt muss er auch noch überall tauchen gehen, um irgendwie Sachen zu finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, einige Sachen sind bestimmt irgendwo unter Wasser versteckt und einfach verfassbar. Hier zum Beispiel. Übrigens mein Druide wasserdicht, ne? Was? Ich glaube, BD sollte da reinspringen. Ja, und da kam keine Animation. Ja. Okay. Ich war bei 57% übrigens, als ich angefangen habe wieder. Also. Ich weiß natürlich nicht, ob die Prozentzahlen sich jetzt mal erhöht, wenn man irgendwie einen Schatz findet oder irgendwie sowas. Wenn man mal scannt oder so, ob das irgendwie der Storyverlauf ist. Aber 57%, das ist doch mal nicht schlecht, ne? So, okay. Ich habe jetzt ja zwei Wege gesehen. Ah ja, vielleicht kommt man unter Wasser von hier aus irgendwo dahin, ne? Der müsste doch jetzt irgendwo da sein, glaube ich, ne?
Ist das das? Ich glaube, das ist das sogar. Also ich muss hier hin. Ich glaube, da ist diese Ecke, ne? Ja, das ist das. Gut. Eines Ältesten betrauert. Und hier hätten wir das auch. Und da ist weiter geht's. Weiter geht's. So, hier ein, ne? Noch eine Truhe. Nö. Geh mal da rein. Nein. Nö, die wackelt automatisch. Alles klar. Ey. Nochmal Lichtschildmaterial. Was? Oh. Runter. Ja, wie gehe ich runter, ne? Bin schon ganz unten, glaube ich. Wo ist das denn? Ja, wo denn? Boah. Ja, ist jetzt hier was zum Scannen oder nicht? Ich habe gerade, glaube ich, gesehen, den Knopf. Ja, was denn? Boah. Hier ist nix. Verarsch mich jetzt nicht. Schon mit den Gegnern Schwierigkeiten genug. Muss jetzt du nicht auch kommen, ey. Ja, super. Jetzt ist hier irgendwie was, aber. Ja, wo? Hallo? Warum sagst du was? Hallo? Da oben. Boah. Fat. Was? So. Ein Sturmtruppler oder Klonkrieger? Keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Klonschiff hier, dieses. Oder nicht? Welches hat mir letztens den Namen von dem Ding an erzählt, aber schon wieder vergessen. Ich habe davon den Lego-Dingen, also. Also nicht, wenn ich die Beschreibung finden würde, dann wird bestimmt auch der Name da aufstehen, ne? Aber jetzt ernsthaft, wenn ihr irgendwo am Boden irgendwie so eine Sache zum Scannen ist, ne? Wenn ich die verpasse, dann, oh, dann sagt genau da, worauf ich hinaus will. Oh, So, ich sehe irgendwie nichts. Ich werde Sicherheit irgendwas verpassen, pass auf. So, wo bin ich? So, das sieht doch richtig aus. Alles klar. Okay. Ja, macht ihr mal. Jawohl. Hau die kaputt. Mit dem meine ich die Sturmtruppler. Sehr gut. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Sturmtruppler hätte ich eher gewinnen lassen wollen. Oh Gott. Also, das ist das, was mich stört. Ich greife die an. Die tun gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, zurückzucken oder so. Also ich komme ja mit meinem super Machtangriff an, ne, und die machen einfach weiter mit ihren Angriff. So, oh, warte. Oh, ehrlich.
glaube, das ist so eine Stimmkiste, oder? Ich habe da was Gelbes gesehen. Also, Hallöchen, na? Kolossal! Aber ganz ehrlich, die haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ihren Wert irgendwie verloren, weil sowieso alles mich mit einem Schlag weghaut fast. Dann und die Gegner irgendwie so stark und schnell sind, dass ich gar keine Zeit habe, meine Stimpas einzusetzen, dann ja, bringt das nicht so viel. Das ist jetzt eigentlich nur, wenn ich irgendwie, weiß nicht, von einem Gebiet zum anderen irgendwie rennen muss, irgendwie. Habe ich so jetzt dafür. Irgendwas Interessantes? Entschuldigung. Ça va. Oh, diese, alles klar. So, dann gucken wir mal. Ja, gut, er ist, es scheint keine Gegner unter Wasser zu geben, weil ich kann mein Lichtschwert nicht ziehen. Also, ja. Das ist ein bisschen beruhigend, also. Ich muss mich nicht um sowas hier konzentrieren. Oh Gott, oh nee, nicht so was. Bist dich so was gebracht. Oh Gott, oh, ich sehe gerade, was das für Dinger sind. Muss ich hier runter? Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Alter, boah, boah, musst du da echt, musst du da echt irgendwie ein halbes Jahrzehnt irgendwie. So, ja, beweg dich, danke. Ich muss nur von denen getroffen werden und die hauen mich schon weg. Ey. Ja, super. Erstmal mit dem Speicherpunkt, das ist schon ganz schön lange her. Okay. Ich überhaupt Macht hier einsetzen? Ich glaube mal nicht. Ne? Ich nehme jetzt mal an. Nicht! Boah. Nehme ich wieder hochgeschossen. Sehr gut. Oh nee. Tschüss. Okay, danke. Okay, das war gut. Den einen wollte ich auch noch runterschubsen, aber der eine hat mir die Arbeit abgenommen. Finde ich sehr nett von denen. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ja, sehen wir es uns an. Mut und Weisheit. Ja, ich bin alles davon. Auf Fähigkeiten gehalten. Jetzt explodiert, ja. So, da ist was gut. Hier ist eine Sackgasse, das ist immer gut. Das heißt, hier bin ich richtig, obwohl ich ja voll falsch bin. Ich empfange die Position des Wookie-Generals. Aber jetzt mal ehrlich, ich baue einen Speicherpunkt. Dann muss ich eine ganze Ecke hier irgendwie zurücklaufen. Wenn ich hier verreck, Mann. Mal, kann ich hier noch mal, kann ich da nicht irgendwo eine Abkürzung oder so freischalten? Da hinten ist der Speicherpunkt nämlich. Hm?
Oh nein, sag mir nicht, ich bin jetzt hier runtergesprungen. Nein, ich bin jetzt hier runtergesprungen, Dreck. Ah, oh, ich dachte. Na gut, das war jetzt nicht so lange hier. Gehen wir hier einen Schnelldurchlauf durch. Oh nee, das ist ja noch voll weit, sehe ich gerade. So, whoopsala und whoopsala und whoopsala. Nein, du sollst nicht da festhalten, du sollst da festhalten, danke. So, beweg dich. Ich glaube, ich brauche gar nicht so zu springen. So. Alter. Okay. Gar nicht diesen Sprung machen. So, jetzt mal ehrlich, ich brauche einen Speicherpunkt, ey. Warte, was? Oh, ja, super. Boah, ich komme ja gar nicht klar jetzt gerade. Wo bin ich denn jetzt? Boah, ich habe mich ja voll verirrt, ey. Da war jetzt nicht der Ort, wo die Sturmtruppler waren, ne? Das ist eine Truhe. Oh, ich habe so einen schlechten Orientierungssinn, ey. Geh mal rein. Nein, tue ich nicht. Ich benutze die Macht, um das wackeln zu lassen. Also nicht Kell BD1. Ja, Druiden setzen die Macht ein. Gab es bestimmt irgendwie auch mal was, so was, ne? Zum Extended Universe, ne? Ein Druide, der die Macht einsetzt. So, ich bin vollkommen jetzt gerade am. Wo war jetzt der Ort, wo ich die Sturmtruppler bekämpft habe? Keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Das ist mal ganz ehrlich, ich brauche einen Speicherpunkt. Ich will meinen Part beenden langsam. Ich bin zu nervös mit dem. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Mit dem Mikrofon. Jedi sollen Symbole. Das ist noch am Laufen die ganze Zeit, also. Die Inquisition hergeführt. Marie und Tafel bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? So, endlich. Oh mein Gott. Voll lang gedauert hier. Alles klar, gut, dann. Möchte ich den Part hier beenden. Wir sparen noch auf diese eine Fähigkeit, womit Macht regeneriert wird mit dem Steampack. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr an den Teil ist, auch ein Labo, ein Like oder ein Kommentar. Das wäre doch sehr nett von euch. Und ja, ich sehe euch dann im nächsten Part. Ciao.